Schaffen wir es, mit 100 verschiedenen Fahrzeugen Cartoon Cat in Teardown zu zerstören? Guck dafür das Video bis zum Ende. Wir sind zurück in Teardown, Freunde, und werden heute versuchen, Cartoon Cat zu zerstören. Ich reagiere wieder auf ein Video von Crusher und wir fangen natürlich am Anfang erstmal an mit den kleinsten und einfachsten Fahrzeugen. Werden wir es damit schaffen? Na, damit natürlich sowieso nicht. Auf jeden Fall, Freunde, ganz wichtig, Like da lassen, Abo da lassen. Ihr wisst, wie das läuft. Los geht's. Mit so einem Fahrrad brauchen wir auch bei Cartoon Cat gar nicht probieren. Und wieso hat Cartoon Cat überhaupt 6 Arme? Könnt ihr mir das sagen? Und wieso kommt da eine Rakete geflogen, die hinter uns einschlägt? Okay, kein Problem. Aber vielleicht diese Hebebühne, die könnte ja eventuell ganz gut funktionieren. Und auch hier wieder, yo, oben rechts seht ihr übrigens auch, da haben wir so eine Thermostat, sag ich gerade, was, ich kann ja nicht mehr reden hier. Da haben wir eine Tempoanzeige, also ein Tacho. Und jetzt gerade mal bei 120 km/h und versuchen hier den Arm abzutrennen. Aber das funktioniert noch nicht so richtig. Vielleicht ja mit dem Cybertruck hier. Oh mein Gott, auf jeden Fall ordentlich schnell. 240 km/h hatte der und da fliegen wir direkt in die Brust rein. Da hat man einen kleinen Knochen drin gesehen, aber so richtig hat es da auch nicht gerade gebracht, ne? Wir schauen mal. Vielleicht ja mit diesem blauen Mini hier. Oh, und Abflug. Jo, ja, der blaue Mini, der macht immerhin ein bisschen Schaden. Was mit dir, Freunde? Schaffen wir es, die Cartoon Cat zu besiegen oder nicht? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare unten rein. Ganz, ganz wichtig. Bam! Durch hier. Ja, ich habe schon gegen einige Monster in Teardown gekämpft. Deswegen schreibt mir auch rein, gegen welche Monster ich als nächstes kämpfen soll. Auch wichtig. Okay, so, was haben wir jetzt hier? Der Eisbus. Ja, wer von euch will ein leckeres Eis? Und los geht's. Bam! Gegen die Nase. Hast doch die Nase gerade abgebrochen, oder nicht? Da haben wir doch direkt Cartoon Cat mal einen auf die Augen gegeben. Okay, hier mit dem Trecker vielleicht schön Speed holen und boom, ja, naja, mehr oder weniger, also ich glaube aber in diesem Fall eher weniger, vielleicht ja dieses rote Auto hier, am Ende fahren wir natürlich auch mit den krassen Fahrzeugen, deswegen guckt dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende, Freunde, damit ihr nicht die krassen Fahrzeuge passt, denn am Ende packe ich auch diesen fetten Panzer aus, ja, diesen krassen Desert-Panzer, also Wüstenpanzer, der wirklich unnormal groß ist. Okay, und noch vieles, viele weitere. Ich bin sehr gespannt, was hier Crusher für uns bereithält. Dann haben wir diesen Jeep hier am Start und bam! Naja, das war original gar nichts. Aber ja, okay, ich dachte, er könnte eventuell gut landen, aber auch das kann er nicht. Deswegen probieren wir es direkt mit diesem motorisierten Mercedes oder was soll das sein? Oder so in diesem Bentley, ne? Aha. Okay, 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 das ist so ein Rolls-Royce, ne? Ja, ja, die Schlauen unter euch haben es wahrscheinlich schon gecheckt. Okay, was haben wir jetzt hier? So ein Kran mit einem Haken dran. Kran ausfahren und bam! Oh! Jo, 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 komm, komm, noch ein Stück, noch ein Stück. Der erste Arm, ja, ich dachte schon, der erste Arm wäre abgetrennt, aber leider noch nicht. Da fehlt noch ein bisschen, ne? Da muss man noch ein bisschen mehr aus der Reserve kommen, damit das klappt. Der rote Ferrari, wow! Und damit ist der erste Arm von Cartoon Cat Geschichte, ne? Einer von 6 Armen ist weg, Freunde. 5 Arme sind noch über, ihr könnt ja alle zählen. Nicht schlecht, auf jeden Fall gut explodiert da unten, es geht weiter. Und jetzt sehen wir hier auch schon direkt das rote Auto. Er versucht direkt hier auf den nächsten Arm zu gehen und Boots hat aber noch nicht ganz gereicht, auch diesen Arm zu zerstören. Da muss noch ein bisschen was, da muss er noch ein bisschen aus der Reserve kommen, glaube ich, ne? Vielleicht mit dem Lamborghini hier, oder ist das ein Bugatti? Ich glaube, es ist ein Lamborghini. Mit dem vielleicht auf den Hals drauf? Jo, Alter, da wühlt er sich hier durch den Körper durch und macht starken Schaden auch gerade, ne? Ja, ja, okay, nicht schlecht. Der grüne Lamborghini, der ist vielleicht auch nicht schlecht dafür. 180, 200 und bam! Rein ins Auge, aber naja, einen Sehfehler hat die Katze auf jeden Fall anscheinend nicht. Oh, was soll das denn sein? Aus Cyberpunk, ne? Dieses Auto aus Cyberpunk, glaube ich. Und der versucht hier wirklich, den anderen Arm abzutrennen. Vielleicht klappt das ja mit so einem Auto hier. Jo, das könnte eventuell was werden. Und durch hier. Naja, okay, vielleicht könnte es auch nichts werden, Freunde. Aber dieses rote Fahrzeug, ich sag euch, das bringt jetzt hier was. Das bringt es jetzt, den Arm abzutrennen. Und glaub mir, Cartoon Cat, lange wirst du deine Arme nicht mehr haben. Lange wirst du die nicht mehr haben. Der gelbe Lamborghini, Freunde. Der gelbe Lamborghini. Wird er starken Schaden machen oder nicht? Ich glaube, ja. Ich glaube, das reicht für den Arm, wollte ich gerade sagen. Ich habe mich so auf den Lamborghini gefreut, aber hier auch bei der Hand, das bringt ja gar nichts, Freunde. Das hat gar nichts gebracht. Okay, ihr seht, es kommen immer krassere, immer schwerere Fahrzeuge. Jetzt haben wir einfach schon so einen Jeep am Start, der natürlich auch ordentlich wiegt. Und hier wird sich auf den Kopf fokussiert. Alter, das ganze Gehirn wird zerstört. Aha, okay, auch eine schlaue Strategie. Eventuell erst das Hirn zerstören und dann kann Cartoon Cat gar nichts mehr machen und wird einfach umfallen oder sowas, ne? Ja, okay, kann man auch probieren, kann man auch probieren. Bam. Okay, was haben wir jetzt hier? So, mal schauen, mal schauen. Okay, der Krankenwagen ist am Start. Schön Speed holen, schön Speed holen. Und rein. Da wollte ich gerade sagen, aber hat es auch noch nicht so richtig gebracht.
Freunde, da geht auf jeden Fall mehr. Ja, also das ist jetzt auf jeden Fall der Bugatti, ne? Oh, okay, okay. Und Absprung. Sehr schön. Okay, sehr, sehr gut. Oh Gott, wie sieht's bei dem hier aus? Ja, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Und Sprung. Oh, oh, das war der eine Arm, oder nicht? Der eine Arm war doch abgegangen da jetzt, oder was? Der hängt dann auf halb acht. Immer noch verbunden. Vielleicht ja mit einer Walze, ne? Bam! Okay, durch hier, aber auch das hat, ja, doch immerhin ein kleines Loch reingemacht. Aber ich würde sagen, bleib mal lieber bei den Armcrusher, ne? Da musst du, glaube ich, ein bisschen mehr auf die Arme nicht fokussieren, dann gehen die auch kaputt und brechen auch ab. Oh mein Gott, was? Als wenn der Arm da jetzt... Oh, er hat aber eine gute Position, er kann alle... Oh mein Gott. Ey, es kann sein, dass er jetzt alle drei Arme auf einmal abbricht. Komm, die das letzte Stück. Ein Millimeter hat gefehlt. Ey, komm schon. Komm schon. Also das kleine Stück, da kannst du wohl jetzt nochmal abtrennen oder was. Und... Muss ich nicht so sagen, Freunde. Das war ja original gar nichts, ne? Aber hier, der rote Ferrari. Oh, Sprung! Und rein hier in den Hals. Joa, auf den Kehlkopf. Aber so richtig Schaden macht das auch nicht. Jetzt hat er hier das Raketenwerferauto am Start. Und guck mal, er schießt selbst die Raketen gerade auf Cartoon Cat. Wird Cartoon Cat es schaffen, die Raketen aufzuhalten? Ich glaube nicht. Ich würde sowieso nicht mehr schießen, denn... Die ganzen Raketen kommen hier alle ein und selbst da fliegen welche noch vorbei. Und hier haben wir nochmal den Kran, diesmal ein bisschen größer. Er fährt den Kran nach ganz oben, versucht den krassen Schaden zu machen. Absprung und er versucht hier die Arme zu köpfen und ist ihm nicht gelungen. Okay, aber hier mit diesem Raketenwerferauto, jo, 120 km/h, schneller geht die Karre nicht. Doch, 140, 160, 180, oh mein Gott. Und alle drei Arme fallen hier einfach gerade runter und sind damit kaputt, Freunde. Zwei Arme hat Cartoon jetzt noch, ne? Die arme Freunde, das war's mit denen. Aber zwei Arme hat Cartoon noch. Wenn wir die abhaben, dann können wir uns auf den Hals fokussieren. Oh, und er versucht jetzt hier die Arme kaputt zu machen. Nee, er versucht doch nochmal ein bisschen Buddy hier zu landen. Aber es bringt nicht viel. Auch das Fahrzeug ist Schrott. Die Raupe ist am Start. Darf er bitte mal einsteigen? Ja, passt. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Hallo, Alter. Der rammt ja hier alle anderen Fahrzeuge weg. Sag mal, was soll das denn? Okay, der rammt alle Fahrzeuge weg. 120, mit 140 km/h ist er abgepäst, aber... Fliegt vorbei, ne? Okay, das Fahrzeug bringt das ist vielleicht, ja. Das könnte sein, dass das jetzt was bringt. Oh, bisschen, ja, Seitenlage bekommen, aber trotzdem noch den Sprung abgeschafft. Auf den Kopf drauf, auch nicht schlecht. Da oben hängt ja sogar noch was von einem anderen Auto. Oh, auf die Hand nochmal. Nein, den Schaden, den er eigentlich machen wollte, hat er nicht gemacht. Oh, jetzt hier der allererste Panzer, Freunde. Und er kann auch schießen, ihr seht es, ne? Die Raketen schießen und er schießt hier seine eigene Rakete direkt kaputt. Sag mal, wie fährt der? Was macht der denn da? Der fährt ja über die Fahrzeuge so ein bisschen rüber. Jetzt sieh mal zu, dass du Cartoon Cat angreifst und auch hier nicht so viel rumschießt und so Faxen machst, sag mal. Jetzt sieh mal zu da und Sprung, ja, das könnte was werden. Oh, da kommen einige Schüsse nochmal rein in Cartoon Cat und ein gerader Durchschuss und damit fällt hier auch noch der Arm von Cartoon Cat ab und fällt runter, Freunde. Damit hat Cartoon Cat jetzt gar keine Arme mehr und hier haben wir einen Bohrer. Da geht allerdings der Laser, der oben drauf ist, also der Laserbohrer geht oben drauf, geht zurzeit nicht, aber Cartoon Cats Körper müsste gleich zusammenfallen, ne? Ich denke mal, jede Sekunde wird er auf jeden Fall zerstört werden. Oh, yes! Oh, aber auch nicht so, wie ich mir erhofft habe. Vielleicht da hier dieser Desert-Panzer und durch hier! Ne, da geht mehr, Freunde, da geht mehr. Wir brauchen noch ein noch größeres, ein noch krasseres Fahrzeug. Ich hab's euch gesagt, jetzt kommt er hier, der Wüstenpanzer, Freunde. Der ist am Start, guckt euch an, wie krass er ist. Und ich glaube, schießen will er aber nicht. Nee, aber der ist mega, mega schwer. Ich bin sehr gespannt, wie viel Schaden der machen wird. Und das war ein schöner Headshot. Einmal ging's durch und oh, wow. Einmal aufkommen und damit ist auch der Panzer Schrott gegangen. Und was haben wir jetzt hier? Die längste Limousine in Teardown. Wird die genug Schaden anrichten? Nicht? Die könnte, wenn er schräg fliegt, wie ein Messer funktionieren, fällt mir gerade ein. Wie so ein Schwert oder sowas, ne? Könnte gut funktionieren. Er versucht sie auf jeden Fall, ja, wie ein Schwert, Cartoon Cat durchzuschneiden. Und Cartoon Cat hat auf jeden Fall schon starke Schmerzen, denn das ging da unten in die Kronjuwelen. Okay, und die Limo ist auch Schrott. Und jetzt haben wir hier den Phantompanzer. Was ist das denn für einer? Hm, schön durch hier. Mit dem Phantompanzer ist auf jeden Fall gar nichts mehr im Weg, ne? Da fährt er einfach mal über alle Fahrzeuge rüber. Alles Schrott gegangen. Der Phantompanzer, ja, und Sprung. Jetzt guckt ihr mal die Augen an, die sind auch schon ganz kaputt gegangen, ne? Aber auch noch nicht den Schaden, den er... Eigentlich müsste der Cartoon, glaube ich, einmal so einen Sprung in die richtige Richtung geben. Oder so einen Schwung. Alter, noch krasserer Wüstenpanzer. Guckt euch den mal und jetzt fährt er hier die ganzen Fahrzeuge kaputt. Was macht der Panzer? Geht ja gleich schon kaputt, sag mal. Oh, ganz ruhig rüber, ganz ruhig rüber. Und hier nochmal über diese Fahrzeuge rüber. Yo, passt, passt, passt. Alter, der macht jetzt hier das kleinste Polizeiauto kaputt. Er springt ab und springt in Cartoon Cat rein, macht ein riesiges Loch in den Kopf rein.
Ich glaube, es sieht für Cartoon Cat Freunde gar nicht mehr gut aus, ne? Und wo fliegt der denn da jetzt überall hin? Aber viele Wände kommen denn da noch? Alter, und jetzt der finale Panzer, Freunde. Ich glaube, das ist der Plasma-Panzer. Alter, ja, man hat da am Start. Er schiebt hier ganz viele Fahrzeuge vor sich her. Als wenn er jetzt mit diesen Fahrzeugen da reinspringt. Und... Ja, okay, auch nicht schlecht, ne? Starken Schaden am Kopf gemacht. Aber was jetzt kommt, Freunde, ich glaube, ja, jetzt kommt der Teardown-Moldenkipper als letztes Fahrzeug. Ich sag euch, damit schafft er es. Guckt euch an, wie groß dieser Moldenkipper ist, Freunde. Alter, der ist, hat so eine Kraft, so eine Power. Er springt ab und... Boom! Und köpft damit Cartoon Cat komplett und zerstört damit Cartoon Cat, Freunde. Cartoon Cat wurde aufgehalten, wie so auch die meisten Monster, gegen die wir hier in Teardown gekämpft haben. Ein krasser Kampf, Freunde. Ich würde sagen, guckt ihn euch an. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und auch ein Abo da. Checkt Crusher ab, checkt eins von anderen Videos aus. Lasst ein Like und auch ein Abo da. Ganz, ganz wichtig, dass ihr das macht, Freunde. Deswegen sage ich es noch einmal. Also macht es gerne. Schreibt mir einen Kommentar. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao!